Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Da fliegt ein Blatt. Wir reden jetzt mit Professor Fig, denn der hat uns was zu sagen. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Sind Sie da etwa Professor Weasleys Verhör bezüglich unserer verspäteten Ankunft ausgewichen? Ich habe mein Bestes versucht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie ahnt, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Okay. Ah, jetzt geht es hier um... Wo ist denn meine Maus? Hallo Maus? Ich sehe meine... Scheiße, Moment. Ach so, ja. Ich hätte... Okay, gut. Ich habe es jetzt nicht gelesen, verdammt. Gut, Unterrichtsstunde Zauberkunst. Auftrag verfolgen. Ja. Das möchte ich machen. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Ah, okay. Begib dich zum Unterrichtsraum für Zauberkunst. Auftrag abgeschlossen. Willkommen in Hogwarts. Ja, es passiert hier gerade so viel. Wartet mal. Verzauberter Kompass wirken. Mit V. Ah. Die Karte im Handbuch zeigt, dass Professor Rowans Unterrichtsraum im Astronomieflügel ist. Dieses Schloss ist einfach fleißig. Nicht fleißig, riesig. Vielleicht muss ich den verzauberten Kompass V im Handbuch verwenden, um hinzufinden. Okay. Okay. Ich hätte gern das Blatt, aber ich krieg das wahrscheinlich nicht. So, ich schaue mich mal kurz ein bisschen um. Oh, wer ist denn da? Da ist was drin. Ich weiß es einfach. Lenora. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo. Ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Ich sehe mich um, wenn ich Zeit habe. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Komm wie bitte eine zu Motte mir, zum falls Rahmen. Du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels okay. stolperst. Lumos hat sie gesagt, Lumos. Ja? Das muss ein Hinweis sein.
Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Okay, Treppe und irgendwie eine dicke Statue. Alles klar. Treppe und dicke Statue. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Ah. Was ist so besonders daran? Oh, ich hab die schon. In den Rahmen mit dir, kleine Motte. Okay, cool. Geht ja einfacher, als man denkt. Ha, ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Eine Buchseite. Oh, das wird jetzt auch weg. Alles klar. So, wartet mal. Ich gehe noch mal kurz zu dieser Statue runter. Vielleicht kann man damit ja was machen. Mit Erna. Rebellion. Ja, tatsächlich. Statue von Gregor der Krieger. Diese Statue mit dem einschmeichelnden Grinsen stellt den Zauberer Gregor den Kriecher dar, der durch die Erfindung des Gregor-Zaubertranks berühmt wurde, wodurch derjenige, der ihn trinkt, glaubt, dass die Person, von der der Zaubertrank kam, sein bester Freund wäre. Oh, cool. Oh, Level 2! Wieder mal auf Abenteuertour? Oh ja. Wieder eine Flohflamme gekriegt. Revelio. Nee, gut, hier ist nichts weiter. Okay, hier ist jetzt hier so eine Tür wieder. Warte mal, enthüllen. Okay, also. 21 ist eine Hauptzahl. Ups. 21 ist eine Hauptzahl. 11 steht dort, dann ist... Dort, was ist das da oben? Keine Ahnung, das Symbol, keine Ahnung. So, wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Motive. 10 gibt es aber nicht. Also laut Tastatur, ne? Telefontastatur. Also von 0 bis 9. Gut, okay, pass mal auf. Ist bestimmt eine mathematische Aufgabe. 21 ist da oben, 11 haben wir. So, wenn ich jetzt diese komische Dingens hier eingebe. Mal gucken. Das hier. Ach nee, wartet mal. Ist ja falsch. Quatsch. Wartet. Wo ist denn das? 0, 1, 2. Okay. 11 plus 2 sind 13. Acht. Jetzt habe ich gerade einen Denkfehler gehabt. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist diese Spinne. Mal gucken. So. Okay. Unten haben wir jetzt die 17. Ja, 17. Wie soll denn das funktionieren? Revelio. Da brauche ich ja noch zwei weitere. Oder wie sehe ich das jetzt hier? Ah, da ist noch... Nee. Moment. Ich habe doch jetzt die zwei Symbole. Ach so, nee, wartet. Quatsch, ich muss sie erzählen, ne? Also 17 und dann habe ich... Das die 9. Also 9 plus... 0, 1, 2, 3, 4, 5... sind 15 und dann brauche ich die 2. Also dieses komische Dingens. Wo ist denn jetzt das zweite davon? Revelio. Das ist eine. Und wo ist das andere? Ach, da oben, oder was? Im Gemeinschaftsraum hat gestern jemand mit einem kaputten Zauber.
Oh nein. Wartet mal, da muss ich... Wartet, unten war die Spinne, richtig? Moment, ich habe jetzt irgendwie einen Denkfehler, glaube ich. Einen Moment. Entschuldigung. Also, nochmal 17 plus... Nein, Quatsch. Also... Da oben ist es. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Und dieses komische Dingens? Plus 9, ne? Sind 14, 5, 6. Achso, dann brauche ich 3. 1, 2, 3. Dann ist es dieses Dingens da oben. Diese Drachenköpfe, ne? Okay, pass mal auf. Drachenköpfe. Mal gucken, ob ich das jetzt da finde. Das hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch wirklich funktioniert. Öffnen! Leute, ich hab den Dreh raus. 6-eckige Brille mit goldenem Gestell. Aha. Mittelgroße handgefertigte. Was? Okay, also das mit der Tür, das haben wir schon mal hinbekommen. Nice. Sehr gut. Wartet mal. Ach, die Schriftzüge, die nerven mich so ein bisschen, ne? Jetzt ist da auch noch so ein Ladedings gekommen. Na gut. Okay. Auf jeden Fall haben wir die Tür gefunden. Also geöffnet, meine ich. So, alles klar. Dann gehen wir jetzt... Ah, nee, ich muss erstmal mit ihr reden, mit der... Lenora. Lenora, okay. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelenkt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch. Obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Ah, oh, ist doch nicht so schlimm. Revelio. Die hat irgendwas noch Bing gemacht? Ich wüsste nur gern wo. Wartet mal, ich gehe mal kurz hier in die Ecke. Vielleicht ist hier noch was irgendwie. Na gut. Jetzt ist meine Aufgabe wieder weg, ne? Verdammt. Wartet mal. Aber ich habe hier sowieso Fortschritte. Ich schließe 2 Hauptaufträge ab. Und schließe 3 Nebenbeziehungsaufträge ab. Okay. Was haben wir hier Neues? Abgeschlossen. Sehr gut. Einfordern. Sammle in Hogwarts 8 Handbuchseiten. Ja, gut. Kriegen wir irgendwann hin, würde ich sagen. So, dann habe ich hier Sammlungen. Einmal das, ja. Einmal das. Und hier habe ich alle, ne? Ja. Okay, dann habe ich hier bei Revelio Seiten die Statue von Gregor den Kriecher, genau. Und hier habe ich bei Beschwörungen mittelgroße handgefertigte Dekorationen, eine Auswahl an Gegenständen, mit denen du dein Tiergehege dekorieren kannst. Was denn für ein Tiergehege? Cool. Okay. So, dann habe ich... Ah, Ausrüstung. Habe ich vielleicht was Schönes bekommen?
Oh. Ich sollte eine Brille tragen, dann habe ich ein bisschen mehr Verteidigung. Sehr gut. Bei Umhängen und so habe ich nichts, ne? Nee. Ich bin einfach noch nicht gut genug ausgestattet. Okay, ist aber kein Problem. Das sollten wir hinkriegen irgendwann. So, Aufträge. Immer noch. F. So, hier, ne? Genau, Zauberkunst. Auftrag verfolgen. So, jetzt habe ich es. Zauberkunst. Okay, perfekt. So, ich bin Level 2. Ach, süß. Okay, dann machen wir das mal eben hier mit der Zauberkunst. Ich muss hoch. Aber ich muss irgendwie Reverio. Auch den Reverio-Zauber. Was war das? Okay. Au. Oh. Habe ich da den Brunnen übersehen? Den Flohzauber. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Ja, warum gehst du denn nicht an? Na gut. Dann weiß ich das auch nicht. Ich weiß, ich bin zu weit oben, ne? Ach, das ist aber auch alles interessant hier. Ist ja schlimm. Oh, hier geht's raus. Revelio. Oh, guckt euch das mal an. Wie cool. Hm. Okay. Harvey Hogwarts? Ich weiß nicht, was hier blinkt. Also piept dann immer, ne? Dieses Klingen. Dann heißt es ja eigentlich immer, dass da was ist. Ja, hier ist es jetzt angegangen automatisch. Seltsam. Revelio. Oh mein Gott, hier gibt es so viele Sachen. Hier ist wieder eine Motte. Lumos. Okay, zwei Säulen. Gott, hier sind doch überall Säulen. Nee, hier vermute ich mal nicht. Weil normalerweise, glaube ich, sind die Motten auch gar nicht so weit entfernt. Oh! Miezkätzchen. Und schon lasse ich mich wieder ablenken. Ist ja schlimm. Na du? Oh. Ja, ist gut. Lumos. Zwei Säulen. Revelio. Nein, das ist nicht so weit weg. Glaube ich nicht. Vielleicht hier unten. Da ist eine Buchseite oder sowas. Skelett eines Auguri. Dies ist das Skelett eines irischen Phönix oder Auguri, ein äußerst scheuer Vogel, der Regen vorhersagen kann und dessen klagende Schreie einst den Tod ankündigten. Oh cool, 2 von 8 Seiten habe ich schon mal. So, wo finde ich jetzt dieses... Ah Leute, guck mal. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber ist das nicht die Hexe, die sich hat gerne verbrennen lassen? Na, guck mal, wie die sich freut. Oh, ich werde gerade verbrannt. So am Scheiterhaufen.
Schlimm. Revelio. Ich wüsste gern, wo die Motte ist, Leute. Die kann auch nicht so weit weg sein. Das glaube ich nicht. Ich glaube das wirklich nicht, dass sie so weit weg sein soll. Hier rein, also hier ist ja keine Tür oder irgendwas, nein. Revelio. Da oben ist eine Truhe, okay, aber die brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich will nur die Motte haben. Hey, kannst du mir verraten, wo die Motte ist? Da irgend so ein Bild. Ha. Egal, wir gehen jetzt zaubern, ja? Wir machen jetzt Unterricht. Wartet mal, ich guck noch mal kurz hier. Ich will's halt wissen. Ach, egal. Ist gut, Leute, ihr habt gewonnen. Ich gehe ja jetzt. So, jetzt muss ich hier die Treppe rauf. Ah, ist hier irgendwo die Motte? Revelio. Weil hier sieht mir das... Gott. Da ist eine Truhe und so weiter. Aber ich sehe hier keine Motte. Lumos. Vielleicht müsste ich eigentlich nur mit dem Stab mal so ein bisschen rumlaufen. Was haben wir denn hier? Oh, Toilette. Wow. Wir werden jetzt einfach mal überall spülen. Ha, sehr gut. Oha. Schaut mal, Leute, hier hat doch Hermine gearbeitet. Steht Ihnen sehr gut. Ich glaube, ich habe ein Easter Egg gefunden. Hermine hat doch im Film auf der Toilette doch einen Zaubertrank für Ron und Harry hergestellt, damit die sich doch dann bei den Slytherins bewegen konnte. Oh, da ist die Motte. Warte, die bringe ich jetzt erstmal zurück, ja? Das ist ja doch recht weit weg gewesen. Oder das ist gar nicht die Motte von dem Bild. Schön. Eingesammelt, 3 von 8. Sehr cool. So, jetzt gehen wir aber tatsächlich zum Unterricht. Es gibt so viel zu entdecken, hier ist der Wahnsinn. Professor Ronan redet gerne viel. Manchmal müssen wir ihn ans... Revelio! Manche von uns wollen sogar, dass er nicht zum Thema zurückkehrt.
Nee, geht nicht. Harry Pippin hat mich mit diesem Grund rein. So, los geht's. Hier. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Oh, danke. Die scheint nett zu sein. Hallo, ich bin Natty. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du den Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im 5. Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Erwischt. Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es ich scheint, wir brauchen cool. dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Accio. Okay. Wieder ein schöner neuer Zauber für mich. Gut. Na, das war easy. Accio. Oh, cool. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Danke. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Wieder immer so Nun, wackelt. Da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, dann war's das für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.